Auch wenn es so aussieht, als hätte dieses Bild Spaß gemacht, war es doch eher so, ich habe vergessen, den Bleistift wegzuradieren. Ich habe mit den Stiften gekämpft und ich habe mir das gesamte Bild mit Graphit eingesaut. Zu guter Letzt habe ich auch noch eine Methode aus dem Internet ausprobiert, wie man Buntstift verblenden kann. Und somit hat mir meine Ottifantenkanne auch nicht mehr gefallen, das Bild liegt in der Mappe als, wie soll ich sagen, vielleicht nehme ich es nochmal in die Hand, aber jetzt nicht. Ausprobiert habe ich dieses uralte Skizzenpapier von Bringmann, ich muss sagen, ich finde es super, es hat einen guten, aber nicht zu starken Abrieb für die Stifte und ist auch nicht zu dünn. Und weil es mit dem Block so Spaß gemacht hat, nahm ich mir das nächste Blatt. Ich wollte einfach mein grinsendes Familiengeschirr und meine Tonnen. Welchen Sinn das hat, erkläre ich dann in dem Bild, welches ich zuerst fertig habe. Und wieder verschmierte ich meinen Bleistift. Das mit dem Blatt, unter die Hand legen, funktioniert bei mir mal gar nicht. Es irritiert mich eher, wenn ich auch noch mein Blatt sendig richten muss, um weiterzumalen. Und nein, meine Fingernägel sind nicht dreckig, das ist Graphit. Zumindest, dafür werde ich noch eine Lösung finden. Trotzdem habe ich hier wieder einen Tipp als Technik angewendet, der nicht so förderlich war. Jetzt wartet das liebe Bild auf Fortsetzung, genau wie das vorherige. Und tada, da ist sie, die vorläufige Lösung. Ein Handschuh, an dem ich Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen abgeschnitten habe. So gelange ich nicht mehr mit der Hand so schnell direkt aufs Papier. Aber ich kann ja nähen. Weil wenn ihr genau schaut, dann habe ich auch noch beim zweiten Handschuh den falschen Finger abgeschnitten. Sprich, ich habe Stoffe, ich habe eine Nähmaschine, ich kann Schnittmuster zeichnen. Also, schauen wir doch mal, ob wir uns ein paar Zeichenhandschuhe zimmern kann. Ja, ich weiß, die gibt es zu kaufen, aber ich will sie nähen. Das Papier ist übrigens immer noch dieses alte Skizzenpapier. Dieses Bild hat es so überhaupt nicht in die engere Auswahl geschafft. Es wird einfach nur immer hässlicher. Es wird in der Skizzenmappe landen. So kann ich später drüber lachen. Das folgende Bild wird fertig werden. Es ist am Ende eine Geburtstagskarte. Ich habe nicht viel dazu zu sagen, außer, dass ich keine Ahnung habe, was ich zwischenzeitlich noch so gemacht habe. Siehe die Aufnahmen, ich lösche eigentlich nichts, zumindest hat der Empfänger sich gefreut.
Dieses Bild liebe ich sehr. Ihr seht schon, ich habe es zurzeit mit Tassen. Aber hier wollte ich so viele von meinen Stiften wie möglich ausprobieren. Auch dieses ist noch nicht fertig. Aber ich werde nicht aufhören, daran zu arbeiten. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, zum Stifte ausprobieren, einfach mal ein regenbogenfarbenes Bild malen. Zumindest macht mir das mehr Spaß, als ständig Swatchkarten zu malen. Ach, habt ihr sie gesehen? Meine Lösung gegen die schmutzigen Graphit-Fingernägel und wehe, mich schickt jetzt jemand zur Fingernageltante. Also, was probiere ich gerade aus? Ich muss euch Fotos von den Blöcken machen. Im nächsten Video probiere ich zum Beispiel schwarze Blätter aus einem Block aus dem Action aus. An Stiften habe ich immer noch zur Verfügung ein 72er Z-Castle Art Premium Soft Touch, ein 12er Z-Polychromos von Faber-Castell und 24 No-Name-Stifte vom Temu. Diese Stifte teste ich jetzt seit k3 Wochen. Die von Temu sind von der Konsistenz, Farbgebung und Weichheit wirklich nicht zu verachten, jedoch lassen sie sich nicht so gut schichten. Die Castliert gab es bei Amazon im Angebot. Ich kaufte sie mir aufgrund mehrerer Rezensionen. Sie sind gut, hau mich aber auch nicht vom Hocker. Die Polychromos nehme ich meistens, wenn ich mit keinem meiner Stifte noch schichten kann. Die Polychromos schaffen dann noch einmal ein paar Schichten. Natürlich sollten dann auch alle Farben zusammenpassen. Mit meinen 12 Stiften komme ich da nicht weit. Ich komme aus der Acrylmalerei, brauche aber etwas Kleineres zur Entspannung. Nun kann ich bei meinen Acrylbildern so viel schichten, wie ich will. Bei Buntstiften schaut das schon anders aus. Deshalb finde ich es sinnvoll, so viele Farbabstufungen wie möglich zu haben. Die Polychromos sind toll, jedoch zu teuer für den Anfang. Ich liebe sie, keine Frage, aber ich habe bereits 4 Hobbys und keines kann man ohne Investitionen ausüben. Also alte Frau, kleiner Geldbeutel. Weshalb ich auch seit Wochen Rezensionen vergleiche. In einem englischen Video heißt es Artisto. Hör, ich kenne die Marke nicht, aber offensichtlich soll dies eine günstige Marke sein, die alle teuren übertrifft. Jo, aber das wird von mehreren Marken gesagt, die günstig sind. Und Artisto sind jetzt auch nicht unbedingt billig, zumindest nicht auf Amazon. Arts und Kalur habe ich ins Auge gefasst, vielleicht kann mir ja jemand noch einen Unterschied nennen. Und nein, ich möchte nichts über die Farbechtheit wissen, es gibt mittlerweile UV-geschütztes Glas im Bilderrahmen. Es sei denn, jemand kann mir die Person vorstellen, die sich 100 Jahre ins Museum stellt, um mir dann die Farbechtheit zu bestätigen. Nachdem mein Geldbeutel schon sehr klein ist, werden es wohl die Kalur, es sei denn, mir rät jetzt jemand entschieden davon ab. Bitte aber nicht mit Begründungen wie, mir sind 2 Minen gebrochen oder so, die Packungsgrößen und der Preis erlauben das, es sei denn, die ganze Charge ist kaputt. Außerdem hat man ein Rückgaberecht. Das hier sind übrigens ein paar Kompressionshandschuhe. Die anderen mussten gewaschen werden. Aber wie gesagt, ich werde welche nähen. A, passen sie dann perfekt und B, habe ich dann mehr. So, mit diesem Bild bin ich jetzt schon recht weit, aber ich brauche davon eine Pause. Deshalb habe ich das nächste Bild begonnen. Diesmal wollte ich die Stifte auf schwarzem Papier ausprobieren, was dabei herausgekommen ist, welches Papier von welcher Firma ich benutzt habe, was ich davon halte und so weiter. Erfahrt ihr im nächsten Video. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuende schauen.